Hallo, meine Freunde der Sonne. Ja, da sind wir wieder. Und wir sind immer noch am Überlegen, wie wir die Tür zur Krankenstation jetzt öffnen können. So, wir haben... Ich werde nochmal zum Schacht gehen, weil ich habe so eine Vermutung. Und ich will mal wissen, ob meine Vermutung stimmt. Ich glaube, zum Schacht kommt man... Genau, von F2-Ebene aus. So. Dann gucken wir mal. Denn ich habe irgendwie die Vermutung, man kommt von Schacht aus. Vielleicht irgendwie zur Krankenstation. Aber ich bin mir nicht sicher. Also hier ist schon mal nichts. Okay. Hier kommt man auch nicht weiter. Ich dachte irgendwie, hier ist ein Weg, ein Durchbruch. Was bringt ein der Schacht? Also hier waren Bomben, ja, aber... Warte mal, steht hier irgendwas? Fenster noch gesehen werden kann, drücken Sie X, um sie zu zünden. Okay. Ich dachte, man kommt von hier aus irgendwie zur Krankenstation, aber scheint nicht so zu sein. Wo finden wir das Zeug? Wir brauchen halt immer noch hier, was ist denn das? Warte mal, hier. Haben wir vielleicht hier in der Küche irgendwas vergessen? Da hat noch Muni. Vielleicht hier irgendwas? Nee, auch nee. Muni! Bitte! Ich hab Termine. So, also ich kann mir gut vorstellen, wir müssen das Ding hier öffnen. Um das Ding zu öffnen, haben wir ja... Oh, warte mal. Ah! Moment. Ach man, hier ist die Säure. Ich dachte die ganze Zeit. Oh, ey, hätte ich das mal früher gesehen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, wir haben da drunter ja so einen Kasten, wo man die Sicherung reinmachen kann. Und ich habe die ganze Zeit gedacht. Moment, das lässt sich beheben. Einmal Schießpulver, so, Kraut. Und ich dachte die ganze Zeit, dass der Kasten dafür ist, dass man ja, das öffnen kann. So, jetzt haben wir dreimal Säure und jetzt bin ich aber am Überlegen, wir hatten irgendwo... Konnte man, also ich weiß, man konnte um einen schnelleren Weg zum Dings finden, warte mal, einen schnelleren Weg hier nach oben zu laufen, ne, ins Treppenhaus zu gehen, hatten wir hier auch irgendwo. Mal ganz kurz hier gucken. Es
war nicht auf der Ebene. Okay, wir gehen nochmal jetzt hoch. Die F3-Ebene. So, wir wissen ja ganz genau, was wir jetzt machen müssen. Das werden wir jetzt auch machen. So, dann machen wir mal die gute Stube hier auf mit Säure. Okay. Endlich. Krank, ey, das Schiff war groß. Also das Schiff war nicht groß auf Toilette, sondern das Schiff war oder ist groß. Ne? Riesen Witz. Okay, wir müssen jetzt. Nee, wir sind in den Duschraum, okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt hier. Wir laden schon mal nach. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir gleich Besuch bekommen. Wo? Da. Oh ne, nicht so ein ekliger Kotzi. Okay, wir machen das anders. Scheiße! Du kotzt mich heute schon wieder an, ey. Mutti. Boah, ich wollte. Ups. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Dings mehr, ne? Ich habe keine Muni mehr. Okay. Anstrengend. Anstrengend mit den Gören hier. Mensch, 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 Mensch. Okay, was haben wir denn hier? Das Kabel, was wir brauchen. Will nichts rebooten hier, Mensch. Okay, wir machen das jetzt mal hier. Was steht denn da? Vorne? Irgendwas mit Old? Das erkenne ich. Ich erkenne auch nicht mal, was da. Ich glaube, Frog steht, Warte mal, kann ich hier gucken? Nee, ne? Ha. Ich wollte halt gerne mal wissen, was da drauf steht, aber gut. Naja, gut. Okay, haben wir hier eigentlich jetzt alles? Mal schon ganz kurz gucken. Also wenn jetzt noch mal so ein Gegner kommt, habe ich echt Probleme, ne? Also weiter komme ich hier schon gar nicht mehr. Schade. Das war's schon. Kann ich hier nicht durch? Schade. Okay. Ja, wir wissen ja jetzt definitiv, was wir mit dem Kabel machen müssen. Aber ich dachte, wir können irgendwie hier noch weiter. Ja, gut.
dann sind wir hier fertig. Ich habe aber ein ganz dummes Gefühl, dass wenn wir jetzt zurücklatschen, Besuch bekommen. Na, wo bist du? Du Egelpaket. Als ob hier nichts kommt. Glaubt ihr das selber nicht? Hier kommt halt wirklich nichts, ne? Gut. Ihr habt mich überzeugt. Kabel. Sicherung. Was passiert jetzt eigentlich mit den Leitern? Umkleide Ruheraum hier. Ich glaube hier S2, S3 waren wir ja schon, ne? F1 können wir in den Freizeitraum noch eingehen, das würde ich gerne noch machen. Also gehen wir mal hier hin. Die Leitern fahren sozusagen mit oder was? Okay. So, da oben ist er. Ich dachte, die werden jetzt einfach zerstört, die Leitern. Aber gut, wenn sie mitfahren, ist es ja auch nicht schlecht. So, machen wir mal Öfio, die Kacke. Okay, nice. Ein Rucksack haben wir, das ist sehr schön. Bombe, Bombe. Bomben sind immer gut. Sorgt für eine Bombenstimmung. Lustig, wie immer. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir ja alles? Haben wir ja alles? Haben wir ja alles? Haben wir ja alles? Ich glaube, wir haben ja alles. Jo. Sieht so aus. Aber wir haben hier noch... Moment, das ist der Weg zum Dings, ne? Ganz normal. Genau, hier könnte ich jetzt die Sicherung noch reinmachen, aber das ist ja schwachsinnig. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, dann sind wir hier auch fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt weitermägen. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken. Frag mich gerade, wo ich überhaupt hin muss. Sie ist oben, also ich muss ja bestimmt... Nee, F4 kann ja, macht ja keinen Sinn. Machen wir mal S2. Erwartet. Ah, scheint richtig zu sein, okay. Ich warte auch, ich habe was in der Hand. Das macht Peng, Peng, Peng. Das würde ich ja gerne initial reinjagen. Meine Peng, Peng, Peng. Also das, was aus meiner Peng, Peng, Peng rauskommt. Ich will halt meine Munition jetzt nicht aufbrauchen hier. Hier kam noch einer, wollte ich gerade sagen. Hier kam irgendwie einer hoch, runter. Schön, mit einer Bombe zwei direkt gekillt.
Pistolenmunition. Bombe. Haben wir auch, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier alles mit Bomben, ne? Hat's gereicht, ja, ne? Der hat mich zwar jetzt immer geschlagen, das war ein bisschen doof. Weil ich hängen geblieben bin, also wortwörtlich, ich bin wirklich hängen geblieben, aber auch jetzt gerade hier im Spiel. Ja, gut. Bombe, Bombe. Muni. Gucken wir mal hier. Mich Kraut. Wir haben Kraut, also sehr schön. Das heißt, wir könnten schon mal herstellen. Zweimal gleich. Wir könnten zur Not auch nochmal hier Munition machen, aber das lassen wir erstmal. Wir machen nur mal einmal Munition. Das finde ich schön, dass wir hier überall wieder Munition finden. Da, wo wir letztes Mal Munition gefunden haben. Das gefällt mir. Komm, ich sorge für eine Bombenstimmung. Sag ich doch. Ich hab's dir gesagt. Ich sorge für eine Bombenstimmung. Okay, du willst auch mal in die Fresse. Ey, so ein scheiß Spucklammer, ne? Bleibe liegen. Sehr schön, da haben wir schon mal geklärt, wer größere Eier hat. Okay. Wisst ihr, was mir beim letzten Mal eingefallen ist? Die Ivy. Kann das sein, dass sie immer bei uns war in der Nähe? Weil die Oma... Ich habe ja mal irgendwann Just for Fun gesagt, dass die Oma irgendwann mal uns besuchen wird, also oder so eine Endgegnerin wird. War sie ja aber noch nie. Die Oma war eigentlich so immer in der Nähe und hat uns nur beobachtet. Kann das sein, dass die Ivy die Oma übernommen hat und uns einfach nur beobachtet hat, was wir machen? Klingt total bescheuert, ich weiß, aber irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil die Oma hat nie uns was getan. Die war zwar gruselig, die hat jeden Schritt von uns beobachtet, pipapo, aber sie hat uns nichts getan. Und vielleicht wurde die Oma von der Ivy übernommen. Und die Ivy hat uns einfach die ganze Zeit beobachtet, was wir tun, was wir machen, wie wir mit dem Virus umgehen. Ja, wenn man von Teufel spricht, kann ich nicht einfach eine Bombe hin? Ethan. 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 Hey, ich weiß. What the fuck? Ich hätte dir nichts tun. What the fuck? Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier.
Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden. Also war das die ganze Zeit Evie. Einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Also hat uns sie niemals irgendwie Daddy oder Lukas oder sowas angegriffen, sondern immer eigentlich Evelyn. Die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Hey! Mia! Mia, wir haben keine Zeit! Du musst hier raus und sie finden! Hier, nimm das! Was? Was machst du da? Was machst du da? Rette dein Leben! Du musst gehen! Ich kann mich ihr nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Mia! Nein! Krass. Ich frage mich die ganze Zeit, was passiert wäre, wenn ich Mia gar nicht geholfen hätte. Also, nicht das Serum gespritzt okay, hätte. Okay, kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Wo steht das? Das ist alles seine Schuld. Ach, hier. Die Schuld von... Ja gut, die Schuld von mir, weil ich ja Mia suchen wollte, ne? Was wäre passiert, wenn ich Mia nie gesucht hätte? Wie wäre das dann eskaliert? Tja. Leb wohl, Schiff. Und ich glaube, wir werden uns langsam den großen Showdown nähern. Ich bin gespannt. Bin gespannt, was wir mit Evelyn machen. Ob wir sie töten oder vielleicht sogar in Ruhe lassen. Ob wir da nochmal die Möglichkeit bekommen. Wie schon gesagt, was wäre passiert, wenn ich Mia nicht das Serum gegeben hätte? Was hätte Zoe dann jetzt in... im Nachhinein gemacht. Also wenn Zoe jetzt auf dem Schiff wäre, der hätte ja bestimmt dann alles umgenietet und sowas, ne? Also wäre interessant zu wissen, ne? Und wir sehen uns, ich denke mal, ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, im großen Finale. Also bis dahin, haut rein und tschüss!